Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder etwas Neues. Wieder ein MAN, diesmal ein A21 von Baujahr 2000. Ja, genau, 00 2000. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Alles nach dem Intro. Bis gleich. So Leute, das hier ist der Wagen WV103, wie ihr oben sehen könnt, Werkstattfahrt. Warum Werkstattfahrt? Das zeige ich euch gleich. Mal gucken, ob ich überhaupt noch eine Fahrt damit machen kann. Ansonsten haben wir nur so eine Betrachtung mal von außen mit der schönen Rote Kreuz-Werbung. Ja, der ist vom Baujahr 2000 genau. Ein A21, was ich gerade gelesen habe. So sieht's aus. Den habe ich mal hier so rausgestellt. Mal gucken, so kann man es besser sehen. Moment. So, jetzt ist das ganze Bild da drauf. Mal schauen, was der uns gleich noch alles bietet. Was für Sachen der hat. Der hat oben eine Brose Zielbeschilderung. Werkstattfahrt habe ich euch ja gerade schon erklärt, warum, weshalb. Habe ich gerade schon was bemerkt. Wie gesagt, mit dem Fahren weiß ich nicht, ob ich noch mal damit fahre oder nur kurz hier um den Block drifte. Ja, der sieht so ein bisschen schon, ich glaube, das wird auch einer sein, den wir demnächst abmelden werden. Denke ich mal, gehe ich stark davon aus. Ja, so sieht der von hinten aus. Ich zeige euch noch mal den Motor, bevor wir ins Innenleben gehen. Aber heute haben wir noch mal die Möglichkeit, den zu gucken, bevor er vielleicht abgemeldet wird. Das wissen wir noch nicht. So sieht's aus. Allgemein der normale MAN-Motor von 2000. Die neueren, die sind ja immer, es verändert sich ja immer wieder was Neues hier an diesen Autos. Autos, Bussen, sage ich mal. Wenn ich den jetzt starte, das könnt ihr auch gleich dann hören, warum Werkstattfahrt da drauf steht. Ich lasse mal die Motorhaube auf. Das Ding ist ja deaktiviert. Der müsste eigentlich dann starten. Ja, dann gehen wir mal rüber ins Cockpit. Mal gucken, wie viele Kilometer der hat. Den habe ich auch schon mal früher gefahren. Ah, guck mal, der hat auch hier diesen Spuck. Keine Scheibe, sondern einfach nur so ein dicke... Ja, Folie kann man auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was das ist. PVC, Plexiglas oder so. So, der hat 933.087 Kilometer schon runter. Ja, wird wirklich Zeit. Der ist natürlich auch hier alles schon abgegriffen. Alles hat man so einen Bezug drauf gemacht, damit er wenigstens noch richtig griffig ist. Aber alles noch im Rahmen des Möglichen. Alles noch gut. Ja, ganz normale VDV. Hier hat man ihn schon etwas rausgenommen, rausgebaut. Ihr wisst ja, da ist ja normalerweise so eine Einheit, wo man Gebläse und so einstellen kann. Das haben die jetzt aber hier oben eingebaut. Irgendwie komisch. Gehört der nicht normalerweise hier unten hin? Ich habe so viele Busse. Ich weiß nie, wer wo was irgendwo hingehört. Ja, wir gehen mal ganz kurz durch, dann lasse ich euch den mal laufen. Mal gucken, ob ich noch eine Runde damit drehe, weil Werkstattfahrt, da stand aber auch nichts, nicht dienstbereit oder so, ja. Gut, da gehen wir mal einfach mal gucken. Bei dem letzte Woche, da hat der hier so eine, für die älteren Leute, so einen Anhaltestopp-Taste gehabt. Den gibt es hier bei dem alten Modell noch nicht. Der hat auch nicht an jeder Stange, doch der hat das auf der Seite. Wie gesagt, alles modellabhängig. Hier Haltewunsch bitte drücken. Okay, für den Rollstuhl. Der hat keine Rampe. Hier war mal früher so eine mobile Rampe, da kann ich mich noch dran erinnern. Der ist jetzt nicht mehr da. Haben die wohl woanders eingebaut oder so. Die Vierergruppe auch alles gleich. Beim MAN fehlt der Löwe. Sehe ich gerade. Nothemmer sind da. Ja.
Klima hat er nicht. Oder? Doch, die Dinger sind doch für Klima. Doch, der müsste Klima haben. Die neueren, die haben ja hier vorne oben nochmal so einen Aufbau, damit er das schön überall ins Gästeraum, Fahrgastraum, so. Bin heute ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung warum. Weil, wenn ich den jetzt laufen lasse, werdet ihr wissen, warum. Dann rennen wir mal gleich nach hinten und gucken uns das mal an. Der hat keinen Leerlauf mehr. Ja, wenn ich den jetzt starte. Ah. Hinten haben wir ja Kofferraum, sage ich schon, Motorraum aufgehabt. Deswegen geht das doch nicht. Dann war sozusagen doch tatsächlich das Teil nicht deaktiviert. Hier, der hier. Ah, hier könnt ihr sehen. Der hat noch ein bisschen Luft. Okay, dann machen wir ihn mal zu. Und da will gleich ein Kollege raus. Muss ich mich ein bisschen spurten. Motor habt ihr ja gesehen. Ich wollte euch nur zeigen mit dem Leerlauf. Der hat einen erhöhten Leerlauf. Warum, weshalb, keine Ahnung. Hört euch das mal an, wenn ich den jetzt starte. Der müsste jetzt laufen. Haben wir den jetzt ganz gekillt oder was? Hört ihr das? Ja, so läuft er im Stand. Das ist nicht gut. Aber wenn man dann Gang rein tut, dann ist wieder alles okay. Aber der hat keinen Leerlauf mehr. So. Ich drehe mal nur so ein bisschen mit euch hier auf dem Platz, dann parke ich den da wieder rein. Da brauchen wir jetzt auch keine Statue oder Stativ dran machen. Warum geht er jetzt nicht? Jetzt hat er noch gar keine Luft mehr auch. Klima ist an. Da ist das Teil, Symbol. Hier ist auch der Schalter davon. Okay, nochmal Gang rein. Ich drehe einfach nur mit euch hier um den Platz. Hier das Teil hier. So. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Jetzt sieht das aus wie in den Omsi-Spielen, dass man nur ein Lenkrad sehen kann. Auch nicht schlecht. Wir sind ja nicht auf der Straße, wir sind hier auf dem Privatplatz. Da kann ich das mal ruhig machen. Bremsen und so sind alles gut. Der wird auch laufen, aber das ist mir doch ein bisschen zu nachher nicht, dass ich irgendwo liegen bleibe. Und das ist die Sache nicht wert, Leute. Ja, ich drehe mal hier mit euch so eine Runde. Wie ihr sehen könnt, oben unser Platz ist jetzt leer. Kein einziger Bus mehr. Hierzu zeige ich euch gleich mal was, wo ich dabei bin. Vielleicht haben wir dann ein paar neue Kollegen, die das dann sehen. Weil ganz am Anfang haben mal zwei Leute ein paar Stoßstangen geschrottet. So, der Kollege, der fährt da jetzt raus. Der muss nochmal bestimmt zurücksetzen, wollte ich sagen. Aber ganz knapp hat er das geschafft. Ah, 16:29, mit dem waren wir doch letzte Woche unterwegs. So, dann fahren wir den einfach mal da rein, wo wir den auch rausgeholt haben. Ihr seid immer live mit dabei. Der macht es aber spannend dahin. Hat er so großen Bogen genommen? Naja. So, immer erst drehen, wenn er ein bisschen so anrollt, Leute. Ihr wisst ja, Reifen schonen. Und so ein bisschen immer nach hinten gucken, nicht, dass wir da auch was schrotten. So. Erstmal ein bisschen anrollen, dann lenken. Die Seite ist ganz, ganz blöd. So, jetzt müsste das aber passen. So. Hier könnt ihr da im Spiegel sehen, dass das da eng wird und da muss man auf die Scheibe aufpassen.
Ja. So ist okay. Ja, das war etwas Kurzes, aber wenigstens habt ihr etwas gesehen. Oh, seht ihr, wenn ich Gang rausgemacht habe, dann fängt er an zu brüllen. Der hat kein Standgas. Haben wir auch noch nie gehabt in unseren Videos. Jetzt haben wir mal auch den Fall. Ja, der brüllt, der hat kein Standgas. Okay. Ich zeige euch noch mal eben die Hecke da, wo ich gesagt habe, viele haben da Probleme. Und dann verabschiede ich mich. Bleibt dran. So, hier ist die Hecke, die ich meine. Wenn man von der Seite guckt, mal gucken, ob euch das auffällt, was ihr da seht. Aber ganz schlimm ist diese Seite hier. Im unteren Bereich müsst ihr gucken. Weil wenn der Fahrer hier so ankommt, er muss ja den großen Bogen, ich tue jetzt mal, als ob ich fahre, den großen Bogen nehmen. Dann ganz nah hier dran. Ja, hier unten, da guckt er nicht. Er guckt immer zu den Spiegeln und auf die andere Spiegel. Und wenn ihr jetzt hier in diesem Bereich guckt, ne, man denkt, es ist hier oben, könnte man jetzt hier so die Hand reindrücken, bis viel man will, passiert nichts. Aber hier unten, das mache ich jetzt mal nicht mit der Hand. Ja, guck mal, was da unten drunter ist. Das fängt ab hier schon an. Steine. Ja, ab hier ist schon richtig Steine. Ab hier geht es dann weiter los. Da geht es schon Steine. Da, Steine. Ja, Mauer sozusagen. Und je weiter man dahin geht, seht ihr das? Hier oben ist auch noch alles genau die Höhe von der Stoßstange. Hier an diesem Stein, mal gucken, ob wir noch ein paar Spuren sehen. Hier ist schon ein Stück ab. Könnt ihr sehen? Ja. Wenn man da nicht aufpasst, dann kommt man ganz nah hier an diese Dinger dran, weil man muss ja von da hinten, von der Mauer. Die war auch mal an der Seite so ein bisschen so rot, damit man das sieht. Haben wir jetzt überlackiert, keine Ahnung warum. Wäre eigentlich rot geblieben, wäre besser. Im Spiegel, auch im Dunkeln, da aufpassen. Und damit da nicht so eng wird, versucht man natürlich mit der Stoßstange mit vorne ganz. Hier ist auch noch eine Spur, könnt ihr sehen. Hier was Rotes. Ja. Also für neue Fahrer, wenn ihr das gerade seht, hier besonders achten. Es ist nicht alles. Selbst hier oben ist auch noch Stein. Seht ihr, hier ist auch noch Stein. Alles noch Stein. Ne? Nicht ganz nah hier an diese Hecke ranfahren. Sonst habt ihr die Stoßstange im Arsch. Ja, so sieht's aus. So, das war's. Jetzt noch zur Verabschiedung. So Leute, wenn ich da reingehen würde für die Verabschiedung, dann hättet ihr mich nicht gesehen. Ist zu dunkel. Deswegen mache ich jetzt die Verabschiedung hier. Schön, dass ihr dabei wart. Auch wenn das jetzt nur ein kurzes Video ist, besser ein kurzes Video, informatives Video als gar kein Video. Ja, bisher habe ich das immer geschafft, jede Woche alle Kanäle zu besorgen, ne, zu versorgen mit Videos. So, ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Man sieht sich wieder in einem anderen Video hier auf Bus. Nee, das ist jetzt der Mehmet OE, der Busfahrerkanal oder auf dem Busfahrschule. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie viele Kanäle, 4 Kanäle mittlerweile, weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich gerade am Drehen bin. Ist euch das auch schon mal passiert? Naja, in diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet OE.